Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part Sims Lebensgeschichten. In der letzten Folge haben wir ein Date gehabt mit der Naomi im Don Calamares, soweit ich mich erinnere, oder wie das heißt. Und die beiden haben ihren ersten Kuss ausgetauscht und so. Ja, und jetzt liegt er im Bett und schläft und wir machen mal weiter. Mal gucken, was kommt. Oh, Telefongebimmel. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Man liegt im Bett und will schlafen und das Ding bimmelt. Na, geh mal ran. Wer ist denn das jetzt? Ey, später Abend. Willst du was Wichtiges? Ansonsten lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, würde ich sagen. Und tschüss. Schlafen. Also ehrlich. Diese nächtlichen Unterbrechungen. So, dann schlaf schön. Und der Truhen, du die Herz hier fliegen. Ja. Ach, das ist Sonntag, da hat er, glaube ich, frei. Jawohl, das ist gut. Dann kann er ausschlafen. Guten Morgen. Schlafmütze, so. Ach, was ist das denn? Er hat keinen Hunger, er ist, naja gut, er kann trotzdem auf Toilette gehen. Und, Hände waschen. Und sich was anziehen. Komm. Man weiß ja nie, was so kommt. Und das ist jetzt immer noch schön. Ja. Na du. Ist denn eigentlich die Anlage immer noch kaputt? Ja, er könnte ja mal, na, wie heißt's, einen Handwerker kommen lassen, aber auch, man kann auch ohne Anlage leben. Man kann sogar ohne Fernsehen leben. Man kann sogar ohne Computer leben, man glaubt es kaum. Solange es Bücher gibt und anderweitige Spielereien, ist das ja alles kein Thema. Ja, guck mal, Nachrichten, genau. Oh, läuft gerade die Doku-Soap. Ja, irgendeine Telenovela. Mhm. Arztserie. Ja, ja. So ist das. Na, dann wollen wir mal. Schnipseln und alles. Dann hoffen wir mal, dass er schnellstmöglich ein Ziel hier bekommt. Uff, wer war das? Die Postdame. Ah, die mit der Zeitung. Na komm, dann tu mal Kreuzworträtsel lösen. Das ist mal was anderes. Du hättest ja den Fernseher ruhig ausmachen können. Naja, egal. Was soll's. Ah, mal auf der Couch, okay. Ja, die ist auch schön. Und? Kannst du das? Lass mal Also, überlegen, ne? würde Was wollen die da wissen? Lukas hat heute frei. Also, würde Ja. würde Okay. Schon fertig. Sehr schön. Okay. Was können wir dir denn sonst noch Gutes tun? Ich habe keine Ahnung, was ich mit dir machen soll. Dann trink doch mal einen Saft. Huch. Ja, anklicken sollte ich es vielleicht auch. Ja, meine Nase beißt. Entschuldigung.
als das etwas laut ist, aber... Jod, ich will dich niesen. Ah, das sind noch die Nachrichten. Und kommt was über deinen Satelliten? Oh! Na, das war er hoffentlich nicht. Nee, sieht eher aus wie... als wären Aliens gelandet oder... was weiß ich, keine Ahnung. Der Kriegsschauplatz. Der Politiker, der da rumschwafelt. Alles sehr interessant. Okay. Och, jetzt lass mal irgendwas passieren. Es wird langweilig. Na gut, mach was du willst. Naja, der ist langweilig irgendwie. Komm, dann üb dich noch ein bisschen im Billard spielen. Was ist denn? Faul rum. Ach, du gehst lieber von einer Couch auf die andere. So kann man das auch machen. Ja, komm, dann mach mal aus. Und spiel lieber noch ein bisschen. Zeig uns, was du drauf hast. Wir können das Ganze auch wieder beschleunigen. Aha. Wollen noch eine Kugel? Oh. Also ich habe ja mal aufgepasst. Zwei treffen sie eigentlich immer, bei der dritten hapert's. Da, wieder. Eine treffen. Noch eine. Und die wieder nicht. Das ist System. War das die eben oder war da wer anders? Nö. Das war sie. Okay. Haben wir eigentlich Post? Nö, auch nicht. Ja, komm, zeig. Ah, ja. $1, was er... ja, so ein Mist, ne? Aber die zwei machst du doch jetzt rein. Da die eine. Dann die andere. Und da du eh gegen niemanden spielst, ist das auch kein Thema. Ja, denkst du, gell? So eigentlich. Ah, die soll jetzt da rein, na gut. So mache ich das auch immer. Ich wink die auch immer ins Loch. Ja, ja. Der hat sich meinen Trick abgeguckt. Das gibt's ja nicht. Und er freut sich. Was ist jetzt kaputt? Geht's dir gut? Hallo? Alles okay mit dir? Hä? Warte, zeig. Ja, du siehst genauso aus, wie ich mich gerade fühle. Total gelangweilt. Okay, dann geh doch mal zur Abwechslung duschen. Fände ich auch mal lustig. Ach ja, bis mittags um 12 hat man Zeit und nichts weiter zu tun und wartet auf sein Ziel. Was will er denn hier eigentlich wieder? Ein Spiel kaufen. Ja, typisch Rom. Die wollen immer irgendwas kaufen. Du bräuchtest Freunde. Ich glaube, wir lassen dich noch ein bisschen telefonieren. Aber dann habe ich Angst, dass der Anruf, der vielleicht hier weiterführt, dann nicht ankommt. Geh mal dahin. Kannst nicht mal irgendwen anrufen. Irgendwen. Mal so kurz. Warte mal, sortieren. Oh, die Alexa Stern. Die lieber nicht. Ruf den Fred an. Vielleicht weiß der was Neues. Plauder mal mit dem.
Puede de la voz. Me lo pone, ¿sí, pere? De la voz de Küssen. Gibst ihm Ratschläge. Das ist seine neueste Beziehung. Lukas, der Beziehungsratgeber. Ja, und Modetipps gibt er auch noch. Alles ganz für umsonst. Na, supi. Ja. Okay. Hast lang genug telefoniert. Dann mach dir doch mal eine Kleinigkeit. Sandwich. Komm. Er hat zwar jetzt nicht viel Hunger, aber man weiß ja nie. Wir müssen ja irgendwie die Zeit hier tot trödeln. Ich hoffe, dass hier bald mal was passiert. Genau. Schmier mal schön. Senf nicht vergessen. Ach Gott, macht der viel Senf da drauf oder was auch immer das ist. Sieht für mich aus wie Senf. Juhu. Und schmeckt's? Wie Geld. Das sind Geldscheine, wollte ich nicht reinbeißen. Und schon wieder nichts mehr zu tun. Genau, spül ab. Komme mir vor, wie bei Wir warten aufs Christkind. Eine Sendung vom Frühjahr. Na? Liebes Spiel, bring mir das nächste Ziel. Tja, okay. Dann wohl nicht. Dann geh doch mal deine geniale Skulptur betrachten da. Dieses, was auch immer das sein soll. Genau, so sieht das aus. Man kann ja nichts damit machen. Außer betrachten. Oh Gott, ja. Okay, dann machen wir noch einen Trickstoß mit Becher. Bevor du mir wieder zum Kühlschrank rennst. Ja. Mal gucken, er hat ja jetzt ein bisschen geübt. Vielleicht klappt es ja jetzt wieder. Ich komme. Ich gucke. Aufmerksamst zu. So, weh, es fliegt wieder drüber. Ich sag's dir. 1 und 2. Jawoll! Perfekt! Supi! Ja, Applaus, Applaus, genau. Dann zeig mir doch nochmal dem im Xylophon. Ein Xylophon dahin und 2 Kugeln, okay. Und jetzt, was macht man damit? Ja. Ich glaube, das macht man doch eher nicht damit. Willst du es nochmal probieren? Komm, mach nochmal. Vielleicht klappt es ja beim zweiten Mal. Dass sich so ein Tag totschlagen ist gar nicht so einfach. Ziemlich anstrengend hier. So, und jetzt? Schon wieder drüber geplumpst. Ich glaube, die sollen auf dem Xylophon landen. Aha, es geht weiter. Das Date gestern war echt toll. Das schreit förmlich nach einer Wiederholung. Ich werde Naomi einladen. Na, endlich. Ich warte ja schon so lange da drauf, du. Dann ruf sie doch mal an. Sim. Abends um 17 Uhr, okay. Ach, wo ist er? Naomi, Naomi, da bist du mit Herzchen. Einladen. Wir wollen sie einladen. Wie nett, dass du mich einlässt. Ich brezel mich noch ein wenig auf und dann komme ich vorbei. Das ist auch was. Kannst du auch direkt machen, aufbrezeln.
Schau nach, dass du gut aussiehst. Ja. Schön alles ordentlich machen. Genau. Ich halte hier die Ausschau. Nach Naomi. Da kommt sie auch schon. Da, du gehst jetzt nicht in den Pool. Du gehst jetzt bitte hier Naomi begrüßen. Also ehrlich, die haben ja manchmal Ideen. Huch, bleibt sie stehen. Na Leute. Endlich geht's hier mal weiter. Mitten über die Blumen gelatscht. Oh, lala. Hallihallo. Gut. Ja, wir haben sie eingeladen. Sie ist auch da. Danke, dass du es merkst. So. Ich frage mich, ob Naomi gerne schick ausgehen würde. Ich werde ein wenig mit ihr plaudern und sie dann fragen. Okay, dann plaudern wir mal. Das ist ja unsere leichteste Übung. Plaudern. Zack. So, dann da gerade mal einen schmutzigen Witz erzählen. Oder anhören. Die Blubau? Junge. Naomi, ich würde gerne etwas ganz Besonderes mit dir erleben. Wozu hast du Lust? Nun, mir wäre es am liebsten, wenn wir einfach hier bleiben und gemütlich zusammen essen würden. nur du und ich. Hast du Lust, etwas zu kochen? Ja, bestimmt. Und vor allem hat er ja so einen speziellen Hunger. Na, macht ja nichts. Ich wusste, ich hätte ihn nichts essen lassen sollen. Aber macht nichts. Ich habe zwar lange nicht mehr am Herd gestanden, aber wenn das so ist, mache ich dir meine berühmten Spaghetti mit Fleischbällchen. Ja, Spaghetti für alle kommt sofort. Aha, okay. Ja, die kannst du wenigstens. Dann machen wir Abendessen, servieren Spaghetti. Ja, jetzt nicht streiten, komm. Mach lieber die Spaghetti. Liebe geht durch den Magen. Und wer bist du? Ignaz Trübe. Was Name? Ignaz Trübe. Als Frau. Ich dachte, Ignaz ist ein Männername. Naja. Naomi, du brauchst nicht auf die Idee zu kommen, hier Musik machen zu wollen. Ansonsten müssten wir die Anlage von dir rausstellen. Guck mal, ich tue immer erst das Hackfleisch in den Mixer mit der Tomatensauce, dann rühre ich alles um. Zu Bällchenformen muss ich das gar nicht, die werden automatisch beim Kochen geformt. Die Nudeln sind da meistens auch schon drin. Ja, so dass ich dann am besten nur noch einen Topf oder eine Pfanne benötige. Was ist es? Eine Pfanne. Genau, weil diese Spezialspaghetti mit Hackfleischbällchen macht man in der Pfanne. Und dann muss man das natürlich würzen. Da kommt dann Salz und Pfeffer und Oregano und Parmesankäse und was weiß ich noch alles rein. Und platsch auf den Teller und schon sind das meine weltberühmten Spaghetti mit Fleischbällchen. Sehen die nicht gut aus? Guck mal, ich hab's noch drauf. Ja. Oh, wie das duftet. Na, dann guten Appetit. Ja. Ja, lass es dir schmecken. Kitzi, habt ihr jetzt ein... Ich... Nee. Naomi, du kannst auch außen rum zum Essen rufen gestern. Komm. Jean, ich dachte, sie war auf dem Weg. Okay, lasst euch schmecken. Hier kann man leider nichts beim Essen machen. Das geht nur bei Sims 2. Mit Füttern und Tappen stehlen und zuprosen und Kusshand geben und so weiter und so fort. Das Date läuft wirklich gut, aber viel schöner wäre es in der Wanne. In der Wanne? Du hast keine Wanne. Achso, die Wanne. Eben habe ich auf dem Schlauch gestanden. Ich dachte, er redet von der normalen Badewanne. Ja, gut, okay. Das Ziel ist, es ist Zeit, dein Date in die Liebeswanne zu locken. Einen besseren Platz gibt es nicht. Ja, ja. Gut, dann mach das mal. Lass das Essen doch stehen. Du hast hier keine Hunger mehr. So, sie isst noch ein bisschen. Wo ist denn deine Liebeswanne da? Einsteigen. Hopp.
Ja, geh mal. Okay, und Naomi, halt, du machst bitte mit. Komm mit in meine schöne Wanne. Oh Gott, er ist schon wieder müde werden. Vielleicht hätte er Mittagsschläfchen machen sollen. Nee, Leute. Oh, guck mal. Unsere zwei Glücklichen. Da sind sie. Du könntest sie ja mal nass spritzen. Und zurück, genau. Der erste Kuss hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Am liebsten würde ich gar nicht mehr damit aufhören. Aha, geht's jetzt zur Sache, ha? Ja. In der Liebeswanne rumschmusen, na, das kriegen wir ganz locker hin. Wird euch auch schon ganz warm ums Herz. Oh, guckt sie euch an. Irgendwas stört mich da gerade. Küssen. Umschmusen. Da war ein Licht im Weg. Hey. Okay. Was besser. Oh ja. Das ist schön. Und schon wieder weg. Uiuiui, er will ein Techtelmechtel mit Laumi. Das machen wir mal fest. Auch wenn das vielleicht heute nicht passiert, irgendwann bestimmt. Gell? Oh, sie steigt aus. Und jetzt? Hat's dir nicht gefallen? Oder musst du mal wohin? Was will sie denn? Ah, er hält ein Paket von ihr. Na, das ist ja auch mal schön. Lukas, stell dir vor, als ich gestern vom Bowling Center kam, habe ich so eine seltsame Frau getroffen. Sie sagte, sie brauche Geld für den Bus nach SimCity und ich habe ihr dann diese lustige Maske abgekauft. Ich glaube, die würde toll über deiner Theke aussehen. Ich schenke sie dir. Oh. Gute Nacht, Lukas. Das war ein wirklich wunderbarer Abend. Gute Nacht, Naomi. Dag. Ja, kann ich nur bestätigen, der Abend war schön. Und er ist auch hundemüde jetzt. Was machst du denn jetzt wieder? Spielen, ne? Dann spiel noch ein bisschen. Ja. Tschüss, Naomi. Mach's gut. Komm gut heim. Und ich gucke mal gleich nach der Maske. Kapitel 9. Das war ja mal ein Date. Ich spüre, dass da etwas ganz Besonderes zwischen Naomi und mir ist. Hoffentlich empfindet sie genauso. Wie Natascha wohl reagieren wird. Entweder sie rastet komplett aus oder tröstet sich mit Josef Dübel. Aber ich bin mir sicher, dass sie es mich zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt wissen lassen wird. Das glaub ich auch. Gut, dann hörst du mal auf zu spielen und gehst ins Bett schlafen. Jo, und ich wollte noch kurz gucken, was das für eine Maske ist, die du da bekommen hast. Ah, was? Spiegels authentische afro-aztekische Maske. Es sieht zwar eher nach einer Kunstharzreproduktion von etwas aus, das man auf einem Garagenflohmarkt finden könnte, aber der vorherige Besitzer hat Herrn Spiegel versichert, dass dieses originale Artefakt vor mindestens 2 Generationen aus Afrika hierher geschmuggelt wurde. Ah, so ist das. Na gut. Ja, wie gesagt, geh du lieber mal schlafen.
Gute Nacht. So, und wie ihr mich kennt, das ist auch genau der Zeitpunkt für mich, um hier einen Break zu machen. Ich hoffe, der Part hat euch nach dem etwas langweiligen Anfang trotzdem gut gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.